Hallo, ihr Lieben! Die Zeit mit der Latexmaske ist Vergangenheit geworden. Mittlerweile haben wir das Jahr 2021 und unsere Bundesregierung hat sich natürlich wieder etwas Neues einfallen lassen. Sobald wir in Österreich öffentliche Räumlichkeiten betreten oder einen Markt, selbst wenn er sich im Freien befindet, haben wir eine FFP2-Maske zu tragen. Und ja, den Leuten gefällt es, glaube ich, weil ich habe den Eindruck, teilweise tragen sie diese mit Stolz. Es dürfte ihnen auch gefallen, dass alles einheitlich wird. Aufgrund dieser Masken, dieser vorgeschriebenen FFP2-Masken, sehen natürlich alle gleich aus. Aber nachdem ich ja ein riesengroßer Rabarik-Fan bin und ich auf keinen Fall den anderen gleichen möchte, weder in meiner Einstellung noch in meinem Aussehen, werde ich euch jetzt zeigen, wie ich meine FFP2-Maske verändert habe. Und ich gehe davon aus, es wird dem einen oder der anderen da draußen gefallen. Lasst euch überraschen. So, das ist die Variante der harmloseren Version, finde ich. Wobei die Leute natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, schon mit großen Augen herschauen und wahrscheinlich mich auch ein bisschen beneiden um diese so schick hergerichtete Maske. Aber ich denke, man braucht ein bisschen eine Abwechslung und natürlich hebe ich mich auch gerne von der Masse ab. Ich möchte auf keinen Fall dem Ein-Nudel-Ein-Teig gleichen. Und bei uns in Österreich ist es wirklich schon sehr interessant geworden. Es hat interessante Formen angenommen, weil, naja, man kann fast von Stilblüten schon sprechen, weil die Leute offenbar mit Hochstolz sogar ihre FFP2-Masken alleine im Auto tragen, beim Radfahren aufgesetzt haben, aber auch beim Skateboardfahren. Also man sieht wirklich interessante Bilder und ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich neige ja generell dazu, keine Angst vor etwas zu haben, aber es ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass die Leute tatsächlich derart manipulierbar sind, dass sie sich offenbar vor sich selbst fürchten, weil sonst würden sie ja nicht alleine in deren Autos sitzen und mit Hochstolz ihre FFP2-Masken tragen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt meine zweite Version der etwas manipulierten Maske zeigen. Falls ihr euch fragt, wo man diese genialen Lippen bekommt, natürlich bei Rabarik. www.rabarik.at. Ihr könnt Erik jederzeit ein E-Mail schicken und er ist auch gerne bereit, die Lippen per Post oder sonstigen Zustelldiensten an euch zu versenden. Das ist jetzt die ganz spezielle Maske mit der Riesenlippe. Ja, auch über Rabarik erhältlich und ihr könnt euch vorstellen, wie die Leute schauen, wenn sie mich derartig im Supermarkt sehen. Aber es ist mir wurscht, ob die schauen oder nicht, weil es geht hier um mich. Und ich muss mich wohlfühlen und so denke ich, sollte es eigentlich jedem da draußen gehen. Ihr müsst euch wohlfühlen und egal welche Situation wir haben, egal welche Situation noch kommen wird, ich denke, man muss einfach immer das Allerbeste daraus machen und zwar in diese Richtung, dass man sich selbst wohlfühlt, weil ihr kennt meine Einstellung. Wir haben vermutlich nur das eine Leben und die Leute reden ja sowieso über einen. Egal jetzt, ob man mit der Burka das Haus verlässt im Super Minirock mit dem sichtbaren Abschluss der Strümpfe oder mit einem kleinen Teil des Trapsgürtels. Es ist wurscht, was man anhat. Egal, wie man sich präsentiert. Die Leute reden. Der Freundeskreis verändert sich. Da gibt's auch viele Leute, die dann abspringen. Aber macht euch nichts draus. Ich habe sehr, sehr, sehr dazugelernt und ich kann euch nur sagen, selbst wenn ihr aufgrund der aktuellen Situation den Eindruck habt, den einen oder die andere zu verlieren,
Wo sich eine Türe schließt, öffnet sich die nächste. Und nicht nur das. Wenn es mir so geht, dass Freunde abspringen, denke ich mir immer, die haben mehr verloren, als ich verloren habe. Aber die Hauptsache ist, ich habe meinen Spaß. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Vergnügen beim Herrichten eurer individuell gestalteten FFP2-Maske. Und nachdem ihr wisst, ich bin ein Foto-Junkie, würde ich mich wirklich riesig über das eine oder andere Foto von euch freuen. Und zwar, wenn ihr es mir per Mail schickt. latexmama@gmx.at. In diesem Sinne, bis ganz bald. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Baba.